Mein Name ist Carsten Schulz. Ich bin Produktdesigner in der ITEM-Entwicklungsabteilung. Wir sind zu dritt in der Designabteilung. Zwei Personen sind zuständig für die Produktentwicklung und ein Kollege ist zuständig für den Bereich Architektur, Innenarchitektur und Messestandgestaltung. Wir Designer arbeiten ganz eng mit den Kolleginnen und Kollegen der Produktentwicklung zusammen. Wir begleiten sie bereits in der Konzeptphase. Von der allerersten Idee an geben wir Empfehlungen, wie das Produkt formal aussehen kann. Das ist echte Teamarbeit. Dieses Jahr freuen wir uns darüber, dass die Knotenbleche mit der höchsten Designauszeichnung prämiert wurden. Darauf bin ich natürlich sehr stolz, als verantwortlicher Designer so eine hohe Auszeichnung erhalten zu haben. Knotenbleche kommen zum Einsatz, um die Stabilität bestehender Konstruktionen nochmals zu verstärken. Meine Aufgabe bestand darin, die Knotenbleche neu zu interpretieren. An diesem Beispiel kann man auch gut sehen, welche Designziele wir an das Produkt haben. Es geht immer um die Reduktion auf das Wesentliche, die Langlebigkeit, die Ästhetik und die Qualität. Letztendlich erspart uns das neue Design der Knotenbleche 40% Material. Es handelt sich um ein Ergebnis, bei dem man wirklich sagen kann, dass etwas Neues entstanden ist.